Meine Damen und Herren, willkommen zu einer neuen Ausgabe von Alles, was recht ist. Mein Name ist Dr. Heinz-Peter Wachter, ich werde Sie durch die Sendung begleiten. Das heutige Thema ist Erbrecht. Wir unterscheiden juristisch zwischen materiellem Erbrecht und formellem Erbrecht. Das materielle Erbrecht regelt, wer was wann erbt. Das formelle Erbrecht regelt das Verfahren, das zwischen Tod und Einantwortung gelegen ist. Unser Erbrecht geht im Kern auf das römische Recht zurück, ist seit 1811 im Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch geregelt. Es wurde grundlegend reformiert im Jahr 2015, in Kraft getreten am 01.01.2017. Im Kern aber ist Erbrecht so, wie es vor Jahrhunderten noch immer war. Wesentlich ist, dass man für das Erbrecht immer einen Toten braucht. Das klingt zu banal. Aber vor dem Ableben kann zwar der Erblasser über sein Erbrecht verfügen, nicht aber potenzielle Erben. Der Erblasser kann aber mit bestimmten Personen Verträge schließen für den Fall seines Todes, beispielsweise als Schenkung auf den Todesfall. Er kann auch ein Testament errichten und zulässig ist auch die Errichtung eines Erbvertrages gemeinsam mit seinem Ehepartner. Der Zeitpunkt des Todes wird von einem Arzt festgestellt und in einem sogenannten Totenschein eingetragen. Mit diesem geht man dann aufs Standesamt, dort bekommt man die Sterbeurkunde und mit der Sterbeurkunde kann man das Begräbnis organisieren. Grundsätzlich ist das Begräbnis so durchzuführen, wie es der Erblasser gewünscht hat. Ist der Wunsch nicht bekannt, dann entscheiden unter Ausschluss der gesetzlichen Erbfolge die nächsten Verwandten, wann, wo und wie der Erblasser bestattet wird. Das Standesamt schickt eine Kopie der Sterbeurkunde an das Gericht. Das Gericht bestellt einen Gerichtskommissär. Der Gerichtskommissär ist immer ein Notar und dieser lädt dann potenzielle Erben zur sogenannten Todfallsaufnahme. Das ist ein Formular, wo alle möglichen Fragen gestellt werden, um den wesentlichen Rahmen des Verlassenschaftsverfahrens abzustecken. Einerseits schaut der Notar nach, ob es ein Testament gibt, ob dieses registriert ist oder macht Testamente, die ihm Personen bringen, kund. Andererseits kontrolliert er, ob es Liegenschaften gibt und er schaut auch nach, ob es sonst zum Beispiel Legatare gibt. Er lädt dann die Erben zur Abgabe der Erbantrittserklärung ein. Die Erbantrittserklärung ist etwas ganz Zentrales. Die gibt es in zwei Spielarten. Die unbedingte bedeutet, dass das Verfahren relativ rasch und kostengünstig beendet wird, weil Schätzungen unterbleiben. Und in diesem Fall haftet allerdings der Erbe, der eine unbedingte Erbantrittserklärung abgegeben hat, für sämtliche Schulden des Erblassers. Und das hat für den Erben den Vorteil, dass er nur bis zur Höhe des geerbten Betrages für Unternehmensschulden haftet. Wenn man zum Beispiel vorhat, Liegenschaften, die man geerbt hat, weiter zu verkaufen, hat man dann ein Schätzgutachten und weiß, was diese Liegenschaften wert sind. Der Nachteil ist, das verzögert das Verfahren um Monate bis Jahre und kostet eine Menge Geld, weil die Schätzgutachten sind grundsätzlich zu Lasten der Verlassenschaft zu bezahlen und vermindern dadurch den Reinnachlass. Nach Durchführung aller Schätzungen und Abgabe der Erbantrittserklärungen wird das sogenannte Inventar errichtet. Das ist einfach ein Verzeichnis, wo alle Aktiva und Passiva zusammengestellt werden. Die Differenz ergibt dann den sogenannten reinen Nachlass. Sollte der Erblasser über kein Vermögen verfügen, wird die Verlassenschaft armutshalber abgetan bzw. demjenigen, der die Begräbniskosten bezahlt hat, an Zahlung statt überlassen. Soweit Vermögen vorhanden ist, ab diesem Zeitpunkt geht mit Rechtskraft der Einantwortungsurkunde das Vermögen des Erblassers auf seine Erben über. Und erst danach können sie darüber verfügen. Wenn sie sich nicht einig sind, weil sie jeder eine Quote erbt, dann müssen sie nachher die Erbteilung durchführen. Soweit der erste Überblick über das Verfahren. Wir werden uns in der nächsten Folge dann mit der Frage beschäftigen, wie ist das gesetzliche Erbrecht konkret ausgestaltet, wann brauche ich ein Testament und was schreibe ich in dieses hinein und was ist der Pflichtteil. Für heute danke ich fürs Zusehen bei unserer Serie Alles, was recht ist.